Liebe rechtssuchende Bevölkerung, hier spricht wieder Ihr Rechtsanwalt Magister Gerold Beneder, Pressesprecher der MFG. Heute ist wieder ein spannender Tag, es gibt wieder eine politische Kundgebung und das ist meine Rede. Ich darf einmal alle Anwesenden begrüßen und weil es ja zurzeit modern ist, stelle ich einmal ein paar Fragen ins Publikum. Ich stelle einmal die Frage ins Publikum, wer kennt jemand, der ursächlich an Covid-19 verstorben ist? Wer kennt jemand, der aufgrund der Verordnungen, der Kettenverordnungen und der Maßnahmen der Regierung seinen Arbeitsplatz verloren hat? Wer kennt jemand, der aufgrund der Kettenverordnungen und Maßnahmen der Regierung schwere wirtschaftliche Probleme bekommen hat, zum Beispiel in Konkurs verfallen ist? Wie gesagt, das sind die Fragen, die sich stellen, und wenn ich mir da die Antworten so anschaue, stellt sich für mich die Frage der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen aus 23 Monaten Kettenverordnungen. Kettenverordnungen deswegen, weil ja eine Verordnung von der nächsten abgelöst wird, der Name ausgetauscht wird, die Paragraphen sich ein bisschen verschieben, aber in Wahrheit haben wir 23 Monate durchgehend Kettenverordnungen, die die Grund- und Freiheitsrechte der österreichischen Bevölkerung in nahezu allen Lebensbereichen beeinträchtigen. Kommen wir zurück zum Verfassungsgerichtshof. Nach 40 Aufhebungen betreffend Verordnungen, Verordnungsteilen, Gesetzesteilen hat jetzt der Verfassungsgerichtshof kürzlich die richtigen Fragen gestellt an das Bundesministerium. Zum Beispiel, wie viele Personen tatsächlich an Covid-19 verstorben sind, wie viele Personen ursächlich wegen Covid-19 im Spital liegen. Das wären alles super Fragen und sind auch super Fragen vom Verfassungsgerichtshof nach 23 Monaten Kettenverordnungen. Ich bin schon sehr gespannt, ob diese Fragen der Bundesminister beantworten kann. Bisher konnte er sie nicht. Deswegen gibt es ja auch seit kürzlich eine neue Verordnung, wo eben solche Daten jetzt erstmalig erhoben werden müssen. Ich stelle mir da die Frage, warum kommt man erst nach 23 Monaten drauf, dass diese Daten vielleicht spannend sein könnten. Nächster Blick zum Thema Verteidigung. Ich habe entnommen aus den Medien, dass die WU Wien, also Direktorin der WU Wien, 2G einführen will für die Studenten. Ich finde das ganz schlimm, wenn man den jungen Leuten die Ausbildung verbaut, wenn man den Zugang zur Bildung verbaut, zur Erwerbsfreiheit. Die MFG wird sich diesbezüglich etwas einfallen lassen, dazu Näheres in der nächsten Woche. Sie können schon gespannt sein. Der MFG geht es vor allem um die Schwachen, ja, um die Kinder, die mit der Maske in der Schule sitzen dürfen, um die Führerscheinneulinge, die ihre Führerscheinprüfung nicht ablegen können, wenn sie nicht 2G erfüllen, um die alten Leute im Spital, die sich nicht mehr besuchen lassen können, wenn die Leute die Voraussetzungen nicht erfüllen, um die alten Leute, die dieses Land aufgebaut haben, im Pflegeheim, die auch Schwierigkeiten haben beim Besuch. Ich komme noch einmal zurück auf den Verfassungsgerichtshof, der die richtigen Fragen stellt. Ich hoffe, dass, wenn er dann die Antworten teilweise oder zur Gänze bekommen hat, ja auch die richtigen Schlüsse zieht. Nämlich, dass die Maßnahmen, die Kettenverordnungen keine evidenzbasierte Grundlage mehr haben, dass sie aufgehoben gehören. Und Sie kennen schon meinen bewährten Schlusssatz: Zum Schluss wird das Licht und die Wahrheit siegen. In diesem Sinne noch einen schönen Tag.